Dann setzen Sie sich, ich habe ein Attentat vor. Oh. Wir machen jetzt ein Video, in dem wir unsere Whisky-Geschenktipps vorstellen. Ach. Viel Spaß dabei. Ich bin ja total unvorbereitet. So, Füße hoch. Es kann losgehen. Du hast gar keine Weihnachtspantoffeln an, aber wir packen jetzt mal Weihnachtsgeschenke aus. Ho, ho, ho. Beziehungsweise ein. Denn wir wollen jetzt mal gemeinsam überlegen, was man denn gut an Whisky zu Weihnachten verschenken kann. Ganz große Klasse. Eiskübel, immer wieder gerne gesehen. Detlef hat keine Ahnung, dass wir jetzt dieses Video drehen. Nein. Ich habe ihn gerade einfach gebeten, sich hier neben mich zu setzen und habe gedacht, wir starten das damit. Das war echt. Ja? Das war nicht gescriptet. Also man kann sich ja hinsetzen und vorher überlegen, welche Whiskys könnten passen. Und dann schreibt man irgendwie eine Liste. Dann macht man eine Moderationskarte fertig und dann stellt man die vor. Ich habe jetzt gedacht, nö, bevor wir da lange und viel Zeit reinstecken und uns irgendwie dann einigen müssen, ich frage einfach mal. Drei Kategorien. Kategorie 1 ist Whisky-Geschenk an jemanden, der gerade anfängt, Whisky zu trinken. Kategorie 2 ist ein Geschenk für jemanden, der sich schon ziemlich gut auskennt, gerne Whisky trinkt und man irgendwie was aus dem Hut zaubern möchte. Und Geschenk Nummer 3 ist gerichtet an eine Person, die in der Whisky-Welt schon alles gesehen und getrunken hat und man trotzdem noch irgendwie was Neues und Besonderes bringt. Es machen alle stellen ihre Whisky-Geschenk-Ideen vor. Es passt perfekt in den Algorithmus, es passt perfekt in die Zeit. Die Leute googeln, die Leute wollen wissen, was kann es für Geschenke geben. Und die Klicks lassen wir uns doch nicht nehmen. Ja genau, deshalb machen wir das auch wenn wir total unvorbereitet sind. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja. Whisky. Ein Whisky, den du jemandem schenken würdest, der gerade anfängt, Whisky zu trinken. Der gerade anfängt, Whisky zu trinken. Ja gut, den würde ich vielleicht... Er hat vielleicht so die erste Flasche zu Hause, war vielleicht auch schon mal auf einem Tasting, weiß aber noch nicht irgendwie, das sind Highlands, das sind Lowlands, das sind die Regionen, die machen die Stile aus. Es ist nicht die Jungfrau, die zum Kinder kommt, man hat Bock da drauf, man möchte Whisky trinken, aber hat da noch nicht so wirklich Ahnung von. Was würdest du dieser Person schenken? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Erstmal so, wie ist der... Ich mache das eigentlich so, wenn jemand ist... Was magst du? Ja. Was hast du schon getrunken? Was hat dir geschmeckt? Ne? Und wenn dann so eine, wenigstens so ansatzweise so eine Richtung ist, wenn er so gesagt hat, oh Gott, ich habe mal so eine weiße Tube gehabt, ne, da war so grüne Schrift drauf, stand drauf Lafroy, war der schlecht? Dann weiß ich, okay, nichts Gepietetes, dann müssen wir was anderes nehmen. In dem Fall, Cadu 12. Okay. Ist meiner Meinung nach ein prima Whisky, ist erschwinglich, ist so eine Sherry-Bourbon-Kombination. Süffig, lecker, unkompliziert. Das jetzt für den Anfänger, würde ich jetzt sagen. Ja. Als Beispiel. Ich würde die Kombination einfach aufdröseln und einfach mal zwei Whiskys hier an der Stelle mit in den Hut schmeißen. Das ist natürlich jetzt doof. Ich wusste nicht, dass ich noch einen zweiten nennen darf. Jetzt will ich nicht mehr. Oh, ich habe eine Flasche Whisky umgetreten. Glendronach 12. Auch gut. Ja. Voll der faire Preis, ein richtig satter, fetter Whisky und da macht Spaß, einfach weiter zu trinken. Wäre dann die Sherry-Komponente. Wäre gut. Und jetzt kommt die rauchige Komponente, nee, wette ich drauf. Bourbon-Komponente hätte ich jetzt. Du hast gesagt, Cadu 12 hat Sherry und Bourbon, also brauche ich beide Komponenten. Bourbon-Komponente, Bruchladig, The Classic Lady. Unter 50 Euro zu kriegen, solider Whisky, richtig geiles Standardteil. Easy peasy, easy drinking, solides, rundes Ding. Schmeckt eigentlich fast jedem, fast immer, fast überall. Okay, würde ich jetzt vielleicht so einen kleinen, wenn ich da kritisch etwas einhebe. Mach mal einen Abersatz. Ich mach mal einen Abersatz. Aber der hat schon ein bisschen mehr Alkohol. Ich glaube, der liegt bei 50 Volumen, ne? Ich meine bei 46 auch. Schelte mich Lügner. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ich meine, dann liegt er bei 46. Dann würde ich sagen, ja, ist okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich könnte jetzt natürlich irgendwo mein Handy zücken, wie das so ist. Oder zum Rechner rennen und einmal nachgucken. Ich meine, Classic Lady, ich bin mir nicht sicher. Wir machen es im Nachhinein. Wäre mir dann zu blenden hoch. Blenden euch das wir hier unten ein. Ja, wir blenden das unten ein. Bei 50 wäre mir zu hoch. Ja. Für einen Anfänger. Bei 46 würde ich nur sagen, ja, ist okay. Mhm. Ne? Laufen wir also konform.
Gut. Ne? Ja, okay. Dann können wir ja zur nächsten Kategorie kommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Die haben wir jetzt abgedeckt. Check weg. Check weg. Hm? Kategorie 2 ist Whisky, den man jemandem schenkt, der schon richtig Bock auf Whisky hat. Ein Regal voll, vielleicht nicht so voll wie hier, aber die Flaschensammlungsanzahl ist zweistellig. Man kennt eine Website, die Whisky Base heißt. Man shoppt online, man shoppt im Fachhandel, man lässt sich beraten, man geht auf Tastings, man ist vielleicht auch mal auf einer Messe gewesen und möchte jetzt dieser Person etwas schenken. Muss ich jetzt grundsätzlich, Kohle spielt keine Rolle? Kohle spielt keine Rolle, weil Geschenke sind ja immer so ausgelegt, je nachdem, wie viel die Person mir wert ist, so viel gebe ich aus. Okay. Ich sag mal so, was so für so ein Schleckermaul oder für wirklich einen Whisky-Enthusiast würde ich so in die Richtung tendieren. Entweder, wenn ich jetzt auch zwei nennen dürfte, wo ich jetzt sagen würde, okay, die würde ich verschenken, wo ich dann auch sage, ja, ich weiß, das ist was, bei dem einen weiß ich es, bei dem anderen kann ich mir vorstellen, das wäre entweder 25er Buna Heaven, ja, oder ein 25er Beaumont. Da legst du aber schon ordentlich Kohle auf den Tisch. Deshalb habe ich gefragt, Kohle spielt keine Rolle. Gut. Das wäre jetzt also, gut, du hast jemanden, der schon, sag ich mal, die untere Core-Range komplett abgegrast hat. Ne? Mhm. So eine Person sehe ich jetzt eigentlich, ne, der sich auch schon mal in diesem höheren Bereich ansiedelt. Da musst du schon ein bisschen... Ne? Auf jeden Fall. Du müsst ja auch ihm was geben, was ihm Spaß macht. Genau. In dem Fall definitiv eine solide Wahl. Ja. Wenn man die Kohle hat, super. Wenn nicht, schmeiße ich einen dazu. Auch raus. Deutlich unter 100 Euro zu kriegen. Torvake Old Glen. Neue Brennerei, kennt noch nicht jeder, kennt noch nicht viele, machen geiles Zeug. Und ich glaube, das ist ein solider Whisky, ein guter Whisky, ein leckerer Whisky, mit dem man noch einige Leute kriegt, die den noch nicht kennen. Und da braucht man sich finanziell nicht so für aus dem Fenster legen. Nee, das ist richtig. Man muss nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen oder, sag ich mal, eine Hypothek auf das Auto. Je nachdem, was für ein Auto man hat. Ich meine, wenn man... Kleinwagen, ich gehe auf Auto. Wenn man Bowmer 25 verschenkt, dann hat man ja auch wahrscheinlich eine dementsprechende Kanne. Moment, nee, der liegt gar nicht so hoch im Was zahlt man denn dafür? Bowmer 25 liegt bei, ich sag mal, 300. Ich hätte das Dreifache geschätzt. Nee. Also ich nicht unbedingt. Ich meine, das ist ja schon übertrieben für eine Flasche Whisky. Wir blenden euch das aber auch ein. Das ist ein Genussmittel, ne? Vollends verhaspel. Aber die sind noch, gerade Bowmore, sag ich mal, sind so im Preis, sind die noch akzeptabel. Sagen wir mal akzeptabel. Und du hast an für sich auch eine schöne Sherry- oder Port-Kombi mit einer schönen Rauchnote. Ist ein wunderbarer Whisky. Ne? Für jemanden, der schon wirklich einiges kennt, kennt er ganz gut. Jetzt haben wir die dritte Kategorie, die du angesprochen hast. Ne? Ich habe mich schon nach vorne gebeugt, Kategorie 3 vorzustellen. Ein Whisky für eine Person, die wirklich alles kennt und gesehen hat. Stellt euch vor, ihr seid so jemand wie ich, vor ein paar Jahren irgendwie mal mit Whisky in Kontakt gekommen, mit ganze Leute kennen. Die sind seit 1980 dabei, diese Plörre zu saufen, ja. Was will man denn da noch auspacken? Die hatten doch alles im Glas, die kennen doch alles. Egal wie teuer, egal wie selten, egal wie alt, egal wie schwer zu kriegen, die haben doch alle schon getrunken. Was schenkst du so einer Person? Ich komme jetzt nicht an meinen Schrank dran. Nee, weil da so viel vorsteht. Da steht so viel vor. Aber ich sehe, da steht eine Flasche und ich glaube, die meinst du. Ganz genau. Das ist eine... Distillery Edition. Genau. Also nicht das die Distillers Edition, die man für Distillery 70 Euro kriegt. Distillery Only eigentlich. Genau. Sondern muss man jetzt aber auch wieder von ausgehen. Ne? Kohle spielt keine Rolle. Oder man guckt, dass man die wirklich im Internet kriegt. Manchmal kriegt man solche Flaschen. Ich habe zum Beispiel Glück gehabt, ich habe eine Distillery Only von oben. Die hat man mir von oben mitgebracht. Weil er in der Distille war und mit mir telefoniert hat. Habe gesagt, bring mir die Distillery Edition mit. Das wirklich noch für eine, weil das sind Sachen, da kommt man so nicht dran. Genau. Oder ganz. Ich glaube, das ist der Punkt, den man dann machen muss oder wo man hingehen muss, zu sagen, irgendwas so Rares, so Exklusives und wenn man nicht nach Schottland in der Brennerei kommt, auf eine Whisky-Messe gehen. Mittlerweile haben so viele Brennereien. Kleines Fass zum Beispiel auf der Messe und dass man da sagt,
okay, aus diesem kleinen 30-Liter-Fass oder was da, haben wir jetzt letztens auf der Messe auch noch gesehen, auch die Firma, wo wir sagen, da sprechen wir eigentlich nicht drüber, da machen wir keine Werbung drüber, aber auch die haben so ein Fass gehabt. Ich glaube, das war ein Port, ne? Es war ein Port, Portfass. Ist natürlich eine Granate. Man den kann Whisky vorher probieren, wenn er schmeckt, so eine Flasche abfüllen. Ja. Draufschreiben für die Person, genau. Natürlich. Man füllt sich sein Etikett ja selber aus. Und da kommt man natürlich... Und darf auch sich selber als Abfüller draufschreiben und dann sagt Hammer man so, geile Sache, irgendwie 70 Flaschen verfügbar, gerade irgendwie nur da zu kriegen, tolle Geschenkidee. Ich habe hier eine so eine Abfüllung hier von meinem Local Dealer, ist jetzt, war gar nicht mal eine Messe, ja, der hatte auch ein 30-Liter-Fass, 1000 Mountains ist das hier, Single Cask Whisky Handfill Raven ist halt selbst abgefüllt aus dem Fass. Ist natürlich eine Granate, sowas. Und dann geht eigentlich auch vom Preis her. Ich weiß nicht mehr, der ist von Minor Whisky. Ist kriegt man auch dann immer unter Gladbeck. 100 Euro. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also da braucht man sich dann finanziell auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da kriegt man richtig coole Sachen, richtig rare, limitierte Sachen, die keiner so auf dem Schirm hat. Ist auch was Besonderes. Dann super wirklich persönlich. Mal, ne? Und ansonsten, es gibt auch immer die Möglichkeit, Tasting-Set zu verschenken, ein Tasting zu verschenken oder irgendein Zubehörgedöns. Was wäre denn jetzt ein Zubehörgedöns? Hm? Ein toftes Glas oder wirklich so ein Eiskugelset? Ja, genau. So Whisky-Steine, die man in Froster legen kann, damit man den Whisky schön runterkühlen kann. Damit sowas kann man schmeckt. Ja, das ist natürlich richtig eine gute Sache. Ne? Guten Whisky-Liebhabern kann man sowas dann auch mal schenken. Die freuen sich da wirklich drüber. Ja, auch in so einem großen Geschenkkarton, irgendwie mit 4 Tumblern dabei und dann diese Steine in der Mitte. Mega geile Geschenkidee. Landet dann auf dem Flohmarkt. Große Klasse. Nee, ich dachte eher so an diese Glencairn Travel Packs, wo man 2 Gläser drin hat, um ist die mal das, mitzunehmen. Das ist eine schöne Sache, muss man ehrlich sagen. Oder wenn, wirklich gesagt, für Leute, die da... Man kann auch Glencairn mal in farbig nehmen für Blind Tasting. Man kann die Gläser bedrucken lassen mit einem Namen drauf oder einem Logo. Ja, mittlerweile geht das Lasern oder so, kann man da auch einiges machen. Die Holly macht da ja auch tolle Sachen mit. Die Holly? Die Holly macht da sowas. Klasse. Ich durfte gerade keine Werbung machen für Minor Whisky in Gladbeck und du machst doch, jetzt... Hast du doch. Du jetzt für die Holly, also müssen wir jetzt noch mal... Nein. Man kann auch Fassdeckel... Fassdeckel gibt so es, es gibt Whisky-Möbel, gibt es... Also auch in dem Bereich findet man super viel zum Verschenken. Wenn es flüssig sein soll, haben wir euch jetzt so ein paar Ideen einfach mal in den Hut geworfen, ja. Ganz spontan aus der Hüfte geschossen. Richtig, einfach mal im Internet nachgucken, findet man solche Sachen. Und dafür, dass ich dich jetzt so überrumpelt habe, war das, glaube ich, alles hier ganz solide. Was ein Glück, das habe ich jetzt aber wirklich gut hinter mich gekriegt, du. In diesem Sinne, es ist Zeit, euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und alles, was dazugehört, zu wünschen. Wenn ihr Bock habt, Whisky zu verschenken und nicht wisst, an wen, wir nehmen den gerne. Ja, immer. Wir sind für alle offenen Flaschen offen. Nein. Passt auf euch auf. Schöne Weihnachtszeit, wie der Jonas schon sagte. Ja. Und verbringt tolle Zeit, Tage mit euren Liebsten. Und lasst euch nicht ärgern. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann in diesem Sinne würde ich sagen, Long May Your Lumric. Bis dahin. Einfach mal. Da hat er mich aber ganz schön an der Eier gehabt. Einfach mal überrumpeln. Ja, klasse.